Ja, mein Name ist Gebhard Fürst. Ich bin der 11. Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ich wohne in Rottenburg, Bischof von Keplerstraße 7. Das Besondere an meinem Bistum ist, dass wir ein sehr vielgestaltiges Bistum sind. Wir haben katholische Kerngebiete mit viel Volksfrömmigkeit, mit viel Volkskirche noch. Wir haben Gebiete, wo es sehr städtisch zugeht, sehr plurale Gesellschaft. Wir haben Gebiete, wo es auch sehr ländlich zugeht, wo mal die Katholiken, mal die Protestanten die Mehrheit bilden, sodass wir auch sehr ökumenisch ausgerichtet sind. Die größte Herausforderung im Bischofsamt ist für mich zunächst einmal die Erwartungen, die die Menschen an mich richten, als Zeuge des Glaubens einigermaßen zu erfüllen. Die Menschen möchten dem Bischof begegnen, sie möchten ihn kennenlernen und sie möchten natürlich auch von ihm hören, wie er als Christ in dieser Welt lebt und das Zeugnis des Glaubens zu geben für die Menschen, wo man als Hirte da ist, das ist eine große Herausforderung. Ich war einmal mit meinem Vater in einem großen Garten unterwegs und habe mich dann auch versteckt. Und er hat mich gerufen und ich habe nicht geantwortet. Und als ich dann zu ihm gekommen bin, sagte er zu mir, du musst antworten, wenn ich dich rufe, sonst geht es mir nicht gut. Und dass ich antworten muss, wenn ich gerufen werde, das übertrage ich auch auf meine Gottesbeziehung. Wenn Gott mich ruft, möchte ich ihm mit meinem ganzen Leben antworten. Meine Stärke ist, dass ich gerne mit Menschen über den Glauben spreche und gut zuhören kann. Meine Schwäche ist, dass ich etwas ungeduldig bin und dass mich die Gelassenheit, die von der Begegnung mit Gott und vom Getragensein von Gott ausgehen kann, dass ich das noch etwas mehr lernen muss. Der Sonntag ist für mich dann wirklich Sonntag, wenn ich in einer Gemeinde oder im Dom in Rottenburg Eucharistie feiern kann. Das erhebt mich, macht mir große Freude. Und das sind auch Firmengottesdienste, wo ich vielen, vielen Jugendlichen begegne. Das ist dann auch etwas anstrengend und ich freue mich dann am Nachmittag auf die Sonntagsruhe.